Ja, nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, kann man hier sehen, wie ich meinen Kajak, das Watercraft Ultimate FX13 Popell, von meinem Autodach runtergehievt habe, was eigentlich sehr spielen geht, genauso wie der, wenn man es aufs Autodach montieren möchte. Das Kajak hat eine Länge von 4,11 m und eine Breite von 83,5 cm und wiegt ohne Antrieb ca. 35 Kilo, mit Antrieb etwa 44 Kilo. Und es macht immer wieder Spaß, mit dem Kajak auf dem See unterwegs zu sein. Und wie gesagt, von A nach B zu kommen, ist es überhaupt kein Problem, das Kajak auf dem Autodach zu transportieren. Nachdem das Kajak vom Fahrzeug abgeladen ist, wird alles noch montiert, wie die Halterungen etc. und Köderboxen werden noch eingeladen. Aber nach ca. 10 bis 15 Minuten bin ich dann seetüchtig und es geht aufs Wasser. Sobald ich mit dem Kajak auf dem Wasser bin, suche ich mir aus meiner Tacklebox die besten Köder raus, die ich an dem Tag verwenden möchte. Jigspinner, Gummifische, Wobbler, whatever. So vermeide ich lange Sucherei und kann immer schnell einen Köderwechsel vollziehen. Strategie heute, wieder mal schleppen, flach laufende Wobbler, kleine Wobbler, Dropshot, Jigspinner und natürlich Chicken. Und heute muss eine Kirsche kommen. Die letzten Tage war es schlecht von den Kollegen, die haben nichts gefangen. Also ganz übel. Kann sie heute noch besser werden. Schauen wir mal. Traumwetter heute zum Fischen. Und 6.18 Uhr auf dem Wasser. Mega. Da war Anfasser. Verpennt! Hab's gewusst! War Barsch. Garantiert. Mann! Wäre schon die erste Kirsche gewesen heute. Aber siehst du, die sind auf 3 Meter. Kurz vorm Boot, nur verpennt. Wo eine ist, sind ja mehrere, oder? Der bekommt eine zweite Chance, der Kamerad. Oh, verpasst! 6.27 Uhr. Keine 10 Würfe. Ja, sehr schön zu sehen, wie da was unter Wasser auch los ist und ein Fisch nachkommt.
Leider sieht es halt derzeit in der Saison 2020 wie auch schon 2019 mit den Barschen am See schlecht aus. Viele Kollegen am See sind der Meinung, dass alle Barsche weg sind und in den Netzen gelandet sind, beziehungsweise weggefangen wurden, aber das glaube ich nicht. Meine Theorie ist eher, dass es an mehreren anderen Faktoren liegt, dass die Barsche schwer zu finden sind. Denn da sind sie ja im See. Das Problem ist, sie wollen halt einfach nicht. Sie sind entweder vollgefressen oder ziehen sich zurück in tiefere, kühlere Wasserschichten. Um die 20 Meter, und das im August, obwohl eigentlich viel Brutfisch im Flachwasserbereich ist. Aber das Wasser ist einfach zu warm für unsere Kirschen. Sicherlich bleibt ein 40er Barsch eine Seltenheit, aber die 30er und 35er Barsche sind immer noch zahlreich da. Das sieht man ja auch oft beim Renkenfischen. Immer wieder werden gute Barsche als Beifang im Juni, Mai, Juni, wo das Wasser knapp so an die 20 Grad hat, gefangen. Vor ein paar Tagen schwamm eine ganze Armada an Barschen unter meinem Kajak vorbei. Also keine Schule oder Trupp mehr. Es waren Hunderte. Ich stand auf 5 Meter Wassertiefe und die Fische zogen ins tiefe Wasser ab. Da war es gerade mal so um die 9 Uhr, bewölkter Himmel und das Wasser hatte eben so 24 Grad. Der Anblick allein war sensationell und hat mich in meiner Meinung eigentlich bestärkt. Die Barsche sind also noch massenhaft vorhanden im See. Es waren jetzt keine Riesen, die da zu Hunderten vorbeischwammen. Ich denke so um die 20 cm, 25 cm höchstens vielleicht. Aber egal, ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren eine gute Population nach. Ich wollte schon den Köder wechseln, das heißt den kleinen Lucky Craft Wobbler austauschen gegen einen etwas größeren Wobbler. Das war eine Tiefe von etwa 3 bis 4 Meter in dem Bereich, wo ich geschleppt habe. Aber dann kam doch der erhoffte, lang ersehnte Anbiss und die erste Kirsche landete sicher im Kajak und ich war happy. Kurz nach dem Barschanfasser kam auch ein kleiner Essox dazu, kein Monster, aber Fisch ist Fisch. Ist okay so. Das andere Problem, was man vielleicht auch hört in dem Video, ist dieses schleifende Geräusch vom Propellerantrieb in dem Moment, wo man in die Pedale tritt. Dieses Geräusch wird leider von meiner verwendeten Kamera, der GoPro Hero Black 5, zu stark aufgenommen. Das heißt, die GoPro ist ja mit seinem Mounting-Teil installiert auf einer Führungsschiene am Kajak. Und das Kajak wirkt anscheinend wie eine Gitarre oder Resonanzkörper und übergibt dieses Geräusch, den Ton an diese Geberstange, sage ich mal, weiter zur Kamera und nimmt die GoPro das sehr gut auf, was ich eigentlich nicht haben möchte. In einem Angel-Kajak-Forum habe ich darauf auch schon mal hingewiesen, bekam einige Lösungsansätze, habe dies auch umgesetzt, aber richtig geholfen hat so nichts bisweilen. Vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp parat, da wäre ich sehr dankbar. Einfach in den Kommentar hinterlegen oder per E-Mail. Wäre super. Das war es mal wieder von Yak Spirit. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, Daumen nach oben, schließt ein Abo ab. Aber auch Kritik und Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. Servus.